Ja, abschließend wollen wir uns die Mehrschrittverfahren und die Stabilität nochmal in Aktion anschauen. Und dazu gehe ich wieder in unser Programmiersystem. Und naja, ich hatte es ja schon mal implementiert. Ich nehme genau dasselbe wie beim letzten Mal. Das heißt also, dass die Implementation der Mehrschrittverfahren, wir haben hier vorne die Beispielprobleme definiert, wir haben hier die Einschrittverfahren für die Anlaufnäherungen. Ja, und hier sind unsere Mehrschrittverfahren und da haben wir jetzt die beiden, die uns interessieren, nämlich einmal die eine Differentialgleichung, die eine, das eine Mehrschrittverfahren, das gar nicht von der Differentialgleichung abhing, das ist so das hier vorne, sieht man daran, dass die Betas, die dazu gehören, alle Null sind. Und hier vorne hatten wir noch dieses Verfahren, das abhängig war von einem Parameter Alpha. Und da habe ich hier zunächst mal Alpha gleich minus 1 gesetzt. Das werden wir gleich diskutieren. Okay, wir beginnen mal mit diesem Verfahren, das unabhängig ist von der Differentialgleichung, also yk plus 2 minus 2 mal yk plus 1 plus yk gleich 0. Und alle Beta k's sind gleich 0. Ja, also die rechte Seite ist weg. Und wir hatten schon gesehen, dieses Verfahren ist konsistent, aber wir hatten es auch schon klar gemacht, es kann auf gar keinen Fall konvergent sein. Und die Begründung, die wir dann dafür gefunden haben, war, okay, es ist tatsächlich instabil. Ja? Und das heißt also, wir wollen jetzt hier einmal nachprüfen, dass es tatsächlich nicht die richtige Differential, nicht die richtige Lösung liefert. Ich wende das an auf die lineare Differentialgleichung, lass das hier durchlaufen. Und das ist um die Näherung, die wir bekommen mit Hilfe dieses Verfahrens. Und da sehen Sie, naja, es kommt irgendwie so eine Lösung raus, so eine Näherung raus, aber absolut nicht für unsere Lösung. Ja? Und ich will das hier nicht nur nochmal ausprobieren, weil es völlig klar ist. Wenn ich jetzt diese Differentialgleichung austausche, dann kriege ich eine andere Lösung, aber unsere Approximation hier vorne bleibt immer dieselbe, weil die ja von dem f überhaupt nicht abhängt. Ja, also wie soll das konvergieren? Das geht natürlich nicht und natürlich funktioniert es hier in der Praxis auch nicht. Ja. Also ich könnte jetzt die Genauigkeit erhöhen, kann ich aber machen. Ja. Ich erhöhe mal die Genauigkeit. Ich kriege immer noch dieselbe Approximation. Ja. Natürlich keine Konvergenz und die Erklärung ist, das Verfahren ist natürlich nicht stabil. Okay, gut, dann gehen wir zurück und schauen wir uns jetzt diese Alphas an. Und da möchte ich jetzt auch den Fehler aufklären, den ich beim letzten Mal gemacht habe. Wir hatten schon gezeigt für dieses Verfahren, das war von der Ordnung 2 für Alpha ungleich minus 5 und es war von der Ordnung 3 sogar für Alpha gleich minus 5. Und ich habe hier ein paar Werte eingesetzt, insbesondere habe ich den Wert Alpha gleich 1 eingesetzt und war über das Ergebnis erstmal überrascht und das werden wir jetzt gleich nochmal uns anschauen. Wir haben gesehen, für Alpha gleich minus 1 ist das Verfahren noch so gerade stabil. Ja? Also Alpha gleich minus 1 ist gerade noch so zugelassen. Alpha war gleichzeitig auch die Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Das heißt also, die beiden Nullstellen sind jetzt 1 und minus 1, haben den Betrag 1 und einfache Nullstellen. Das heißt, es erfüllt die Wurzelbedingung von Dahlquist und das heißt, das zugehörige Verfahren ist stabil. Das heißt, wir erwarten auch hier Konvergenz von der Ordnung h Quadrat, von der Ordnung h Quadrat. Genau, von der Ordnung h Quadrat. Okay, also wir wählen jetzt hier dieses Alpha aus. Alpha gleich minus 1 sollte also alles stabil sein. Insofern ist der Name jetzt hier nicht gerechtfertigt. Ja, und erstmal sehen wir natürlich, okay, wir bekommen tatsächlich eine gute Approximation. Und der globale Diskretisierungsfehler für, was haben wir hier, 1000 Diskretisierungspunkte ist tatsächlich 4 mal 10 hoch minus 7. Wir machen wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Wir testen die Ordnung der Konvergenz, indem wir hier noch eine 0 dranhängen. Und dann erwarten wir, also wir verringern das h um den Faktor 10. Und das heißt, wir erwarten, der globale Diskretisierungsfehler geht runter um den Faktor 100. Das heißt, wir würden erwarten, jetzt kommt hier ein globaler Diskretisierungsfehler von so ungefähr 5 mal 10 hoch minus 9. Also probieren wir das aus. Ja, das ist auch tatsächlich so. Ja? Also wir verringern h um den Faktor 10, dann geht der Fehler um den Faktor 100 runter und das deutet natürlich hin auf quadratische Konvergenz und genau die haben wir auch nicht nur vorhergesagt, sondern sogar bewiesen. Okay, gut, also das geht wunderbar.
Jetzt wollen wir uns mal anschauen, für Alpha gleich minus 1 war es konvergent. Was passiert denn, wenn es jetzt ein bisschen kleiner ist, dann ist es nicht mehr stabil und unser Satz würde uns sagen, naja, in dem Fall sollte es eigentlich auch nicht mehr konvergent sein. Okay, ich mache es mal ein ganz bisschen kleiner, nämlich ich nehme mal Alpha gleich minus 1,1. Ich glaube, das war das, was ich beim letzten Mal schon hatte. Das müsste jetzt so gerade nicht mehr stabil sein. Und mal gucken, was wir als Ergebnis rauskriegen. Oh, da kommt schon was. Es geht gar nicht mehr durch. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann habe ich was falsch gemacht hier oben. Alpha gleich minus 1,1. Ja. Das sieht eigentlich gut aus. Mach nochmal Alpha gleich 1. Sollte eigentlich nichts ausmachen. Alpha gleich minus 1 geht gut. Alpha gleich minus, dann geht dann minus 1,1 nicht. Mal gucken. Mal minus 2 hier vorne. Minus 2 geht auch nicht. Okay. Dann. Ah, es ist tatsächlich so, dass der Wert sofort so groß wird, dass er einfach nicht mehr darstellbar ist. Und das ist der Fehler, den ich hier rausbekomme. Also nehmen wir mal 1,001. Okay, dann geht es tatsächlich noch. Ja. Also 1,001 und dann bekommen wir hier tatsächlich auch noch eine halbwegs vernünftige Lösung. Eigentlich sollte es jetzt schon nicht mehr stabil sein. Wir gucken mal, wie es mit der Genauigkeit aussucht. Ja, für minus 1,001 geht es vielleicht noch mal gerade so durch. Aber das hängt letzten Endes daran, dass wir hier nicht genau rechnen. Ja? Also Sie können ja sagen, ja, wir haben doch eine Instabilität bewiesen. Wie kommt es, dass das noch stabil ist? Naja, also wir rechnen ja nicht ganz genau. Und tatsächlich ist das hier zu unserem Vorteil jetzt. Es geht tatsächlich noch mal gerade so durch. Ich mache es ein bisschen größer. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt hier nicht sehen kann. 10 hoch minus 6. Ja. Für Alpha gleich minus 1,01 geht es auch noch durch. Und 1,1 liefert mir dann schon den Riesenfehler. Ne, ich muss vorhin doch irgendwas falsch gemacht haben. Entschuldigung. Also Alpha gleich minus 1,1 liefert jetzt tatsächlich den Riesenfehler, der noch gerade darstellbar ist. Und tatsächlich, wenn ich also zu klein werde, wird meine mit dem Alpha, dann wird meine Lösung richtig instabil. Und wir sehen tatsächlich, dass wir hier keine vernünftige Lösung mehr bekommen. Ja, also die Approximation, die wir bekommen, liegt in der Größenordnung von minus 4 mal 10 hoch 30 bis 6 mal 10 hoch 30. Ich weiß jetzt, woran es liegt. Ich habe hier vorne das n gleich 10.000 vorhin gewählt. Wenn ich n gleich 10.000 wähle, dann geht das hier so unter die Decke, dass wir tatsächlich damit nicht mehr rechnen können. Und deshalb haben wir die Runtime-Fehler vorhin bekommen. Entschuldigung. Ja. Okay, gut. Also, für eine Diskretisierung mit 1000 Diskretisierungspunkten und Alpha gleich minus 1,1 bekommen wir, wie vorhergesagt, tatsächlich Instabilität. Das heißt also keine Konvergenz mehr der Lösung, der Approximation gegen die Lösung. Und das sehen wir hier auch eben tatsächlich im Experiment. Okay, ich bleibe mal bei n gleich 1000 hier vorne und schau mal auf Alpha gleich 1. Und da hatten wir gesagt, naja, also das sollte jetzt gerade eben nicht mehr stabil sein. Jetzt haben wir für Alpha gleich 1, haben wir die doppelte Nullstelle 1. Und das heißt eigentlich nach dem Satz von Dahlquist ist es jetzt instabil, mal gerade so instabil. Und wir gucken uns mal an, was wir hier für eine Approximation bekommen. Ja, wir bekommen eine Approximation, das ist noch halbwegs okay, von der Größenordnung 4 mal 10 hoch minus 4. Und ich gucke mir an, wie von welcher Ordnung diese Approximation ist. Und tatsächlich, die ist von der Ordnung 1. Und das war genau das, was ich beim letzten Mal gesehen hatte. Ja? Wir hatten so ungefähr in der Größenordnung 4 mal 10 hoch minus 4. Dann habe ich um den Faktor 10 das n vergrößert, also das h um den Faktor 10 verkleinert und auch der Fehler ist um den Faktor 10 runtergegangen. Das bedeutet, wir haben tatsächlich so eine Fehlergrößenordnung groß O von h.
Und ja, das ist eigentlich natürlich etwas unerwartet, weil die Konsistenzordnung ist 2, aber tatsächlich frisst die Stabilität hier einfach erstmal nur diese eine Konsistenzordnung raus. Ja, also bekommen hier noch nicht komplette Instabilität, sondern erstmal wird die Konvergenz nur erheblich verlangsamt. Das liegt hier tatsächlich daran, dass die Differentialgleichung so einfach ist. Und wir erwarten aber unabhängig davon, in jedem Fall, wenn wir das Alpha größer als 1 wählen, dann erwarten wir auf jeden Fall wieder Instabilität und ich nehme mir auch wieder 1,1. Diesmal mache ich es hoffentlich richtig. Setze n gleich 10.000, ach, n gleich 1.000 wollte ich setzen. Ja, okay. Und wenn wir das machen, dann sehen wir hier, also die Approximation, die wir rausbekommen, hat mit der Lösung überhaupt nichts zu tun. Wir sind in der Größenordnung hier von minus 10 hoch 34 und ja, also das ist natürlich überhaupt keine Approximation für die Lösung, die e hoch x ist im Bereich von 0 bis 1. Okay, gut. Ja, also die Begründung, dass das gerade nicht funktioniert hat, war, ich habe hier das zu groß gewählt, dann werden die Zahlen nochmal größer als 10 hoch 34. Der Rechner kann nicht mehr damit rechnen und das war einfach die Fehler, die ich hier bekommen habe. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn Sie das mal sehen. Okay, das heißt, wir nehmen davon mit, erstmal, diese Grenzen für die Stabilität werden tatsächlich auch benutzt. Ja? Also wenn wir keine Stabilität haben, dann ist es auch nicht konvergent, zumindest sobald wir die ein bisschen wesentlich überschreiten. Und ja, eine zweite Sache kann man hier vielleicht nochmal sehen. Ich habe am Anfang der Vorlesung mal gesagt, Stabilität kann man auch ganz einfach definieren als kleine Fehler in den Daten, die wir haben, führen zu kleinen Fehlern im Ergebnis. Und da haben viele von Ihnen wahrscheinlich gedacht, ja, das ist eine völlig unsinnige Definition. Was heißt klein, was heißt groß? Ja, also das sind nicht mathematische Ausdrücke. Und jetzt sehen Sie, dass das vielleicht doch in gewisser Weise seine Berechtigung hatte. Denn es ist eigentlich nicht die Frage, ist 10 eine große Zahl, ist 20 eine große Zahl, sondern wir sehen, wie groß die Fehler hier tatsächlich werden. Ja, also wir sind vorher bei, wenn ich hier ein 1 wähle, waren wir in der Größenordnung von 10 hoch minus 6. Wähle ich 1,1, sind wir in der Größenordnung von 10 hoch 34. Das heißt also, numerische Instabilität bedeutet im Normalfall gigantische numerische Instabilität. Wir reden nicht über kleine Faktoren, sondern wir reden wirklich über völlig explodierende Approximationen, die völlig unsinnig sind. Und in diesem Sinn ist für Numeriker tatsächlich auch diese einfache Definition der Stabilität durchaus nachvollziehbar, ohne dass man ganz genau sagt, was bedeutet hier eigentlich groß und was bedeutet hier klein. Ja, okay, also ich hoffe, das war so eine der Sachen, die Sie mitgenommen haben aus dieser Vorlesung, dass man bei der Lösung von analytischen Aufgaben, also von kontinuierlichen Aufgaben, häufig nicht einfach nur durchdiskretisieren kann, die Lösung diskretisiert, die Gleichungen diskretisiert, die man hat, dann blind einfach eine Approximation hinschreibt und dann diese Approximation tatsächlich akzeptiert als Approximation für die Lösung, sondern man braucht offensichtlich noch was, zumindest noch einen weiteren Begriff, und das ist der Begriff der Stabilität, und der gibt einem auch die Berechtigung, dass man bei diesen Sachen eben doch insgesamt ein bisschen genauer hinschauen muss und dass es nicht reicht, einfach ohne jedes analytische Nachrechnen einfach nur durchzudiskretisieren und dann irgendwas hinzuschreiben. Okay, gut, also für diese philosophische Aussage war mir diese Mehrschrittverfahren tatsächlich wichtig.